This was so party people. Ah, welcome to the Motherwagen Bootcamp number 2. Wieder die üblichen Verdächtigen, Ozel im Banjo, aka Rambo, The Kubrick, aka GQ, und The Incredibile Mo Mitchell, aka The X-Men, Alter. Und ich, euer Wexter-Freund, K zu dem OL, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe heute Post bekommen, netterweise von AK. Ihr seid übrigens beim Bello-Blog, nicht bei der John Bello-Show. Nicht vergessen, also die Bello-Show hat sich ausgebellt, aber nicht ganz. Wir haben nämlich den Bello-Blog und ich habe heute Post bekommen von AK, weil ich habe gesagt, wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln und ich will ein bisschen auch den Kids natürlich auch zeigen, wo es alles herkommt. Deswegen, ich habe heute den passenden Pullover zufälligerweise, Fat Beats. Und ich habe zu AK gesagt, ey, ich würde gerne Fat Beats machen. Wie könnt ihr mir helfen? Und da ich eigentlich angefangen habe sozusagen, also meine ersten Gehversuche auf dem MPC-Sampler gemacht habe, so meine ersten Beats etc., haben die gesagt, ja, wir haben zwei neue Produkte, die 2500 und die 5000, und zufälligerweise Assad hat auch die 5000, Silo hat auch die 5000, die 5000er hat so eine Aufnahmefunktion, und ich habe gesagt, ey, ich will das gerne ausprobieren. Die haben mir beide geschickt und wo ist das Paket, Alter? Ich werde jetzt auf jeden Fall beigehen und die anschließen. Komm mit, komm. Und ich muss dazu sagen, wirklich, ich habe echt noch nie mit der Maschine gearbeitet. Daher, jetzt werdet ihr sehen, ob sie wirklich innovativ ist und einfach zu bedienen. Ne, intuitiv zu bedienen oder nicht. Weil, wenn ich das jetzt nicht schaffe, und ich bin wirklich jemand, der sich echt nicht mit Technik so gut auskennt, außer mit Rap-Technik natürlich, dann, wenn ich es schaffe, die zu bedienen, dann wisst ihr, die ist narrensicher, Alter. So, dann komm mal ran hier. Wow, why sexy? So, Step 2. Fast so, wenn man eine Rolli aus ihrem Dings auspackt oder so. So, Kaltstecker, Kaltgerätestecker nennt man das, glaube ich. So, und jetzt. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. God damn, das ist schon sehr schön, Alter. Wow. Super geil, Alter. Brutal. Sehr, wirklich super hübsch, Alter. Also ich habe die 2000, auf der 2000 habe ich sozusagen gelernt. Das ist die 2000 XL, der Nachfolger von der, auf der ich gelernt habe. Hier könnt ihr den direkten Vergleich auch sehen. Da ist schon einiges passiert in den Jahren. Also auf der habe ich gelernt. Das ist jetzt die neueste, die ist schon die hat ein paar Jahre auf dem Buckel und man sieht schon auf jeden Fall, da ist ein gewisser Unterschied zu erkennen. Aber die wichtigsten Sachen, das ist das Schöne, die sind gleich geblieben. Für die, die es nicht wissen, Roger Lynn hat die erste MPC erfunden, der hat die sozusagen gebaut und das war halt für viele, der hat Drumcomputer erst gebaut und der war halt auch, ich glaube die 60 war seine erste MPC. Und das war einfach übergeil, weil es war voll einfach zu bedienen. Es war total durch diese Pattern voll drum-orientiert und daher einfach das perfekte Hip-Hop-Tool. Und darum, wie gesagt, mit der 2000er, ich hatte eine Eingewöhnungsphase von einer halben Stunde, dann wusste ich, wie man Beats baut, Alter. Und deswegen, das ist für mich einfach Hip-Hop. Das ist einfach straight up gully gutter hardcore shit. So, ich habe mir, weil ich keinen Plattenspieler hier habe, habe ich mir schon einen USB-Stick, weil die funktioniert ja unter anderem mit USB, soweit ich weiß es wirklich nicht genau, habe ich mir einen USB-Stick mit Samples besorgt. So, und jetzt kann man hier nämlich erstmal ein paar Sachen einstellen. Ist heute der 20. Januar.
Nein. Heute ist der 9. April. So, jetzt habe ich Dings, Alter. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hier einen Ton rauskriege. Main Volume des Dings. Ah, okay, das ist schön. Also das sind die Songs, die jetzt schon drauf sind. Da sind schon sehr viele. Oh, oh. So. So, jetzt muss ich mir irgendwie ein Programm zusammenbasteln. Ich muss die. Das ist auch schon belegt auf jeden Fall, so wie es aussieht. Okay, was ich jetzt als erstes probieren werde, ist einfach den Sequencer, ob das genauso. Okay, jetzt gucken wir mal. Main, das ist das Geile. Main ist einfach nur Taste und man hat den Sequencer. Okay, da ist schon was drauf auf der Sequenz. Ich gehe, mein Dings ist, ich gehe immer auf Sequenzen 99. Ich weiß nicht warum. Hier ist der Sequencer. Das bedeutet, das ist das, wo man die Drums einspielen kann. Jetzt habe ich das Tempo auf 90 BPM gemacht. Also ich muss mich da jetzt auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen reinfuchsen, das hat ja noch den Synthesizer, dann werde ich den 8-Spur-Recorder ausprobieren. Das heißt, wer weiß, vielleicht entstehen meine nächsten Songs zu Hause, alleine nur mit diesem Gerät oder im Tourbus. Auf jeden Fall danke an Christian Stahl an dieser Stelle, dass er die beiden Geräte so unproblematisch, unbürokratisch hier ins Studio gepfeffert hat. Vielen Dank. Ich werde mich jetzt ein bisschen einlernen und dann gucken wir mal, ob es Ergebnisse gibt und für welche ich mich entscheide. Peace.